Was geht ab, liebe Leute? Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2. Ja, wir sind das letzte Mal stehen geblieben, als wir eine sneaky Erkundungstour gemacht haben. Eine recht erfolgreiche. Wir haben nämlich drei neue Gebiete gefunden. Und wir... Oder mir ist dann mal beim Videoschneiden und allen möglichen Scheiß, wo ich mir die nochmal selber angeguckt habe, um irgendwo nochmal Items zu suchen, wo ich vielleicht welche übersehen hatte, aufgefallen, dass wir hier hinten in diesem Schattenwald noch damals einen Boss über ausgesetzt haben, ausgelassen haben, weil ich da damals Schiss hatte. Und den machen wir jetzt. So, deswegen habe ich mich dann schon mal hierhin teleportiert. Und den kloppen wir jetzt zu Brei. Ja, falls ihr euch wundert, warum ich jetzt auf einmal schon so wenig HP habe, liegt einfach daran, dass ich letztes Mal noch ein bisschen offline nach der Erkundungstour ein bisschen offline was geguckt hatte. Oha. Und zwar hatte ich da noch mal geguckt gehabt in dem Wald der Riesen. Da, ouch. Da sind ja unten in dem Keller. Aua. Ja, geil. Ich fällt schon wieder. Ja. Da sind auf jeden Fall unten im Keller. Waren diese Feuersalamander. Ach, wegen dem scheiß Gift. Ich fällt schon wieder des Todes. Miesen Frosch im Hals. Ja, auf jeden Fall habe ich da in dem Wald der Riesen, habe ich mal versucht, da zu den Feuersalamandern runter zu springen. Habe es auch einmal recht erfolgreich geschafft. Ich habe das meiste Loot, glaube ich, von da schon aufheben können. Und, kläglich verreckt und habe dann nichts weiter gefunden bei dem zweiten. Und deswegen habe ich das auch nicht hochgeladen gehabt oder aufgenommen. Da sind wir auf jeden Fall noch ein bisschen zu schwach für. Ich nehme jetzt mal für die Hexe da doch nochmal das Feuerschwert. Weil das Feuerschwert einfach viel schneller ist. Und ich hatte irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich zu langsam bin. So. Meine Seelen wieder. Wo ist er? Autsch. Ja, genau, nur wenn er aussteigt, macht er mir schon Schaden. Was wird meine Ausdauer los? Autsch. Nein. Wo ist ein Baum? Oh, das wird übel. Ach, Mann. Komm, Potten. So, jetzt aber. Ja, immer dieses Warmzocken. Schlimm sowas. Autsch. Was ist mit meiner Ausdauer los? Autsch. Autsch. Ah. Wo ist der Typ? Oh, da ist er. Ich will ihn mal hier hinlocken, dass der... Ja. Den Baum kaputt macht. Das hat funktioniert. Jetzt muss ich erstmal wieder zusehen, dass ich Land gewinne. Hau ab. Einmal potten. Autsch. Autsch. Aber übertreibt doch nicht immer. Ey. Ja. Na komm. Mein Gott. Leg mich doch am Sack, ey.
Ich glaube, ohne Menschenbild ist das ziemlich scheiße. Ach, ich hab doch gerollt, ey. Ein mieses Stück Scheiße. Aber ich glaube, den schaffen wir wieder nicht. Ne. Ich gehe drauf. Ah, ich glaube, ich muss erstmal ein Menschenbild farmen. Sonst wird da, glaube ich, nichts. Ja, das machen wir jetzt mal eben. Ja, wo gehen wir denn hin? Gehen wir da hin, da ist, glaube ich, am einfachsten. Kaffee saufen? Mal hier, Bursche. Ah, noch nicht mit beiden. Mann, jetzt kommen wieder alle. Autsch. Haben die Deckung fallen lassen. Autsch. Autsch. Ah, korrekt, der eine ist runtergefallen. Den haben wir auch. Gut. Rasten wir nochmal. Ja, die Menschenbilder kosten 1500. Und müssen wir nochmal. Auch welchen paar auf Lager zu haben, wäre auch gar nicht mehr so verkehrt. Schubst der mich da runter? Oh, ich hab da geblockt. Stück Scheiße. Ach, der trifft mich da schon wieder. Mein Gott. Ach, der ist noch nicht tot. Jetzt aber. So, jetzt gehen wir uns eben Menschenbild holen, weil ich will vorankommen heute. Mal ein bisschen zackig machen hier. Gegenstand kaufen. Da. So, das benutzen wir jetzt auch sofort. Jetzt mal. So, und jetzt versuchen wir nochmal den Boss. Ja, ich habe mir jetzt zwischenzeitlich nochmal privat, wo ich nicht ganz so viel Zeit hatte, um aufzunehmen oder wenn das Kind hier rumgesprungen ist, habe ich mir nochmal einen Zauberer hochgezogen. Und ja, der Zauberer ist auch schon recht geil. Der ist schon echt gut. Der gefällt mir auf jeden Fall. Vielleicht zeige ich den euch auch mal, wenn wir mit dem einmal durch sind, weil jetzt mitten im Let's Play den Charakter zu wechseln ist auch scheiße. Und ja, auf jeden Fall mit dem Zauberer habe ich schon viele Sachen gefunden. Vor allem, weil ich bin dann auch mal andere Wege lang gegangen mit diesen Duftzweigen. Hab aber nicht wirklich vorgespielt, dass ich jetzt mich atemberaubend gespoilert habe. Ja, also das ist immer noch rein blind. Ich weiß nicht, wo es wirklich weitergeht oder was mich erwartet. Ach, jetzt habe ich das Schwert immer noch scheiße. Na egal. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Ausdauer.
Jetzt können wir uns auch das Item holen. Autsch. So, jetzt haben wir die nämlich auch schon direkt ein bisschen weit runtergehauen. Oh, wollte gerade sagen, warum macht die nichts? Die Hexe. Autsch. Autsch. Jetzt übertreibt die direkt, Alter. Ich komme hier nicht weg. Lass mich in Ruhe, ich will vor. So, einmal einsaufen. Ach, jetzt verpisst die sich wieder im Boden. Also hier war zum Beispiel, ich habe den Boss schon mal mit dem Zauberer gemacht gehabt. Aber bin dann nicht weitergelaufen. Und ich wollte mir einmalig mal kurz angucken, was mich hier überhaupt erwartet. Und mit dem Zauberer war das so easy, weil der übelst Schaden macht. Oh shit. Ach, jetzt aber nicht, dass ich vergiftet bin. Doch. Ja, komm, 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 komm. Mein Gott. Ah, ich fail schon wieder extrem. Oh, gibt's das? Mann, 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 Mann. Aber dieses scheiß Giftzeug, da geht mir ziemlich auf den Sack. Muss ich gleich mal gucken, ob ich da noch irgendwie ein Gegengift habe oder so, womit ich das wieder aussetzen kann oder aufheben kann. Und wenn die mich einmal mit dem scheiß Stachel da erwischt, bin ich ja sofort vergiftet und dann ist es schon ziemlich scheiße. Mal eben kurz. Den bräuchten wir eigentlich auch nicht. Habe ich da jetzt gerade mal was Besseres auf Lager? Körperliche Abwehr. Ah. Alles Crap. Na gut, dann lassen wir den. Scheiß drauf. Lassen wir den. Versuchen wir den jetzt nochmal. Jetzt muss aber Concentration an und let's go. Schaffen wir die alte Hexe. Fängt schon gut an. Ja. Ich glaube, das wird wieder nichts. Was? Die hat mich getroffen. Mich verarscht. Ach. Eigentlich schon keinen Bock mehr gegen die Alte zu kämpfen. Ist die behindert, ey. Ja, genau. Oh, come on. Oh. Die hatte hier. Gut, der Verfolger-Scheiß-Typ war auch kacke. Mann, ey. War das Menschenbild auch schon wieder für den Arsch. Wir sind gleich schon wieder da unten, wo wir vorher waren. Na gut, ist auch noch ein bisschen früh. Was geht jetzt? Kommt hier auch noch so ein fucking Invader? Willst du mich verarschen? Das Spiel hasst mich wirklich. Ist das schon hinter mir? Ich höre was. Man
dann soll er mich erstmal Arsch lecken. Und den kümmern wir uns später. Boah, trifft die mich sofort? Willst du mich verarschen, Miststück? Boah, das war schon wieder knapp, ey. Mein Gott, trifft die mich sofort wieder zweimal, ey. Miststück, das Schwarze. Ach komm. Lass mich blocken. Oh, willst du mich verarschen? Was ist die denn so krass, ey? Ey. 15 Minuten schon wieder aufgenommen, ey. Nur verreckt. Kann doch nicht sein, ey. Nee, ey, was soll ich dazu sagen, ey? Was soll ich dazu sagen? Wenn einmal der Wurm drin ist, ist er drin, ne? Und direkt am Start von der Aufnahme sofort einen Boss versuchen, ist auch irgendwie ein bisschen arschig, wenn man sich noch nicht warm gezockt hat. Aber egal, Leute. Ich zieh das jetzt durch und ich versuche den jetzt bei diesem Versuch kaputt zu machen. Gut, das weiß ich. Ich habe gerade das schon gesagt, aber jetzt wird er dort. Ja, des Weiteren habe ich nämlich auch nochmal geguckt gehabt. Ich muss mal zusehen, dass ich meine Bewegung noch hochskill. Weg, 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 weg. Weil ich habe mir jetzt mal auch noch andere Let's Plays angeguckt von Dark Souls 2. Natürlich auch wieder ohne Spoiler. Aber ich bin ja schon ein bisschen vorangekommen. Und habe ich mir welche angeguckt, die wissen, was zu tun in dem Spiel. Die also schon Erfahrung mit dem Spiel haben. Ah, trifft die mich wieder hier. Nein, lass mich porten. Nein, 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 nein. Och, come on, ey. Ja, auf jeden Fall haben die mir gezeigt, oder habe ich da gesehen, von wegen, dass man seine Bewegungsgeschwindigkeit auch mit hoher Belastung hochskillen kann, quasi. Da gibt es ein extra Attribut für. Ist jetzt natürlich scheiße, weil wir schon so viele Seelen brauchen für einen Level-Up. Damit jetzt anzufangen, hätte man vielleicht viel früher machen können. Aber wir haben ja auch noch dieses Seelengefäß, damit können wir uns auch nochmal neu skillen. Nötigenfalls. Vielleicht ein bisschen anders skillen. Ja, weiterhin habe ich auch gesehen, wo ich mir den Zauberer hochgezogen habe, habe ich mal das gelassen, die ganzen NPCs zu verprügeln. Ja, und habe da schon extrem viele Nachteile gefunden zu dem jetzt. Nur dadurch, dass ich die NPCs alle vernichtet habe. Was ziemlich dumm ist eigentlich. Also kann ich jedem eigentlich nur davon abraten, weil die geben schon viele Sachen und ich hätte oder habe bei dem anderen schon viel mehr Estus-Flakons und stärkere Estus-Flakons, die mir geschenkt wurden von den NPCs oder beziehungsweise die ich da ich die nicht kaputt gemacht habe, bin ich in andere Teile reingekommen, zum Beispiel in die Villa von Majula. Boah, oh. Was? Lass mich in Ruhe. Ja, da bin ich in die Villa reingekommen und da war zum Beispiel schon eine Scherbe drin. Da ist auch eine Karte drin. Von, keine Ahnung, Drangrake. Ach, die macht mich hier kaputt.
Aus der Karte bin ich zwar noch nicht so wirklich schlau geworden, aber. Och Mann, ey, wie. Mein Gott! Ja, aus der Karte bin ich noch nicht so ganz schlau geworden, aber. Das wird sich wahrscheinlich mit der Zeit dann auch geben. Ich check jetzt gerade nur nicht, warum ich jetzt so krass Probleme mit der allen habe. Mit dem anderen Charakter, ey, war die First Try easy, ohne Potten, ohne alles. Ne? Gut, da war ich halt auf Range. Aber dass die Nahkampf so stark ist, ey, hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, wo wir jetzt anfangen, habe ich eher so daran gedacht, von wegen, ja, die haben wir jetzt ruckzuck kaputt gehauen, ersten Versuch, 2 Minuten, dann war das mit der alten Hexe. Ja, Pustekuchen. So, ich versuche jetzt mal ein bisschen weniger zu quatschen und die kaputt zu kloppen, weil sonst kommen wir hier nie voran. Wobei ich jetzt schon so wenig HP habe, ey. Wird sich das, glaube ich, eher schon wieder anbieten, nochmal so ein scheiß Menschenbild zu sammeln. Ausdauer, Alter. Ach, come on, ey. Nee, wir holen uns noch mal so ein fucking Menschenbild, Alter. Da habe ich jetzt schon keinen Bock mehr drauf, ne? Ey, das Spiel so abfucken kann direkt von Anfang an, ne? Ist das ätzend, ey. Meine Fresse. Komm runter hier. Stück Scheiße. Come on, ey, immer genau, wenn ich dann drücken will. Na. Ach komm, ich hab gedacht, der backsteppt den jetzt. Ey. Oh. Flakon reinwerfen. Ja, wir hätten jetzt genug wieder. Jetzt machen wir den auch noch. So. Jetzt gehen wir uns nochmal so ein Menschenbild holen. Und da müssen wir auch extrem aufpassen. Wir haben ja jetzt bei der auch nicht mehr so viele, die wir uns da kaufen können. Und dann haben wir Arschkarte, wenn wir uns da keine mehr kaufen können. Dann müssen wir uns die Mühe voll irgendwo zusammenfahren. Und die droppen ja wie Sand am Meer, muss man sagen. So. Jetzt Mauer. Ja, durch meine Spielerei, da habe ich schon extrem viele wieder verloren. Was schon ziemlich scheiße ist. Wo war das jetzt da? Ja, was wir natürlich auch machen können, wenn wir wenn wir keine Menschenbilder mehr zur Verfügung haben, müssen wir halt in den neuen Gebieten weitermachen, die wir gefunden haben.
Da werden wir wahrscheinlich eher welche droppen. Ja, aber ich muss auch sagen, mit dem Zauberer habe ich auch so krass andere Stuff und andere Rüstungen und sowas gefunden. Das ist der helle Wahnsinn. Ich habe zum Beispiel, könnt ihr euch noch an die Wächter erinnern, die an den Toren stehen, die, wo man das Symbol des Königs braucht. Von dem habe ich zum Beispiel eine Rüstung bekommen. Für den Magier, die ist fast genauso gut wie diese Drangleic, nur die ist leichter und sieht viel geiler aus. Ja, und bei dem habe ich so viele andere Sachen gefunden, das ist echt krass gewesen. Zwar nicht alle so über Rang besser, warum steigt die jetzt schon auf? Ach, werd doch nicht greedy, was geht, Alter. Achso, ich hab gedacht, du brauchst doch. Was? Ich hab doch geblockt, der trifft mich trotzdem. Komm, Potte. Potte doch schneller. Miststück, du bist on Rage. Ich hasse es, wenn die das tut. Wo ist die? Da. Ich müsste eigentlich schon wieder poppen, aber ich glaube, ich habe keine Zeit. Boah. Das war Klose. Nein. Komm, komm. Ist auch schneller, die Dinkel. Ah, jetzt macht die das schon wieder. Oh, und jetzt krieg ich schon wieder schwitzige Finger. Jo. Potten. Komm aus da, hau rein. Haben wir sie? Ja, jetzt haben wir sie. Geht doch, ey. Boah, dann hätte ich jetzt aber echt nicht gedacht, ey, dass ich mir so einen abbrech bei der alten Hexe.